Hallo Leute, Christian hier von Everjump Fit. Wir machen heute zusammen das Tabata Workout. Das sind ungefähr 10 Sekunden, 10 Sekunden 30. Und wir machen da 8 verschiedene Übungen, Mountain Climbers, verschiedene Squat-Übungen und ein paar Springübungen zwischendrin. Tabata ist immer so 20 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause. Und wir brauchen an der Stelle nur das Beginner-Set, also nur das gelbe Seil. 125 Gramm. Es geht los mit dem Basic Jump, danach kommt der Boxer Jump. Das ist so, dass man den Fuß so abwechselnd von links nach rechts bringt. Und ich zeige euch das dann alles nochmal in der Runde. Ich würde sagen, nehmt euer Seil, macht euch bereit und in 30 Sekunden geht's los. Zuerst, wie gesagt, Basic Jump. In 15 Sekunden geht's los. Danach geht es fließend über in den Boxer Jump. Vom Basic in den Boxer Jump. Ihr könnt eure Bewegung beibehalten. In 4 Sekunden geht's los. 3, 2, 1 und Basic Jump. Sehr schön. Noch 5 Sekunden. Dann sofort in den Boxer Step übergehen. Und in den Boxer Step. Sehr schön. Noch 5 Sekunden. Sehr schön. Und Pause. 20 Sekunden. Danach der Scissor Jump. Auch das eine Übung, in der ihr wie eine Schere die Beine auseinander nach vorne, nach hinten nehmt. Guckt hier mal ein bisschen, dass es am Anfang nicht zu weit geht, damit das Seil nicht hängen bleibt, aber auch das, falls es passiert, einfach weitermachen. In 2 Sekunden geht's los. Und Scissor Jump. Sehr schön. So, Jump Rope Checks. Einfach Jumping Checks mit Springseil. Sehr schön. Kurze Pause und dann geht's weiter mit den Scissor Jumps nochmal. Macht euch bereit, noch 10 Sekunden Pause. Und Scissor Jumps, Runde 2. In 2, 1 und los. Sehr schön. Danach nochmal die Jump Rope Checks. Also, und los geht's. Sehr schön. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Jetzt kommt nochmal der Basic Jump und dann haben wir das Workout auch schon fast geschafft. Würde ich mal vermuten, oder? Kommt noch was? Wir schauen es uns an. 10 Sekunden geht's los. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und Basic Jump. Danach nochmal der Boxer Step in 5 Sekunden. Und Boxer Step. Okay, jetzt nehmen wir unser Seil, lassen wir dran, müssen nichts wechseln. Und als nächstes kommt der Bodyweight Squat. Können wir das Seil kurz zur Seite legen? 20 Sekunden haben wir noch. Und gleich geht's los. 10 Sekunden. Macht euch schon mal bereit. Beine leicht nach außen gedreht. In Richtung des Knies. Und schön
den Rücken gerade, den Bauch anspannen und die Ellenbogen zwischen die Knie bringen. Die Knie in Verlängerung zu den Füßen gerade nach außen. Ungefähr so sieht das aus. Die Fersen auf den Boden lassen. Und Pause. Sehr schön. Nehmt euer Seil. Alternate Foot Jump in 5 Sekunden. Los geht's. Das passiert auch mir. Wir machen weiter. Ich hänge jetzt hinten dran. Noch 5. Für mich 7. Ihr könnt aufhören. 10 Sekunden Pause bei euch. Ich mache noch kurz weiter. Jetzt haben wir die Walkouts. Da ist es so. Wir bleiben stehen. Gehen mit den Händen nach vorn. Laufen bis über die Schulter. Und laufen wieder zurück in den Stand. Los, ihr schafft noch einen. Und noch einmal nach unten. Pause. 5 Sekunden, nehmt euer Seil. Es geht weiter, Alternate Foot Jump. Und los. Sehr schön macht ihr das. Noch 10 Sekunden. Ihr könnt auch Fotos von eurem Workout gerne posten. Zeigt euch, was ihr macht. Sehr schön. 10 Sekunden Pause. Jetzt machen wir Lunges. Auch ganz einfach mit dem Körpergewicht. Macht euch bereit. Es geht los. Schön mit dem Knie nach unten entgegengesetzt. Das Bein nach vorn. Bleibt immer gerade im Bauch. Sehr schön, noch 5, 4, 3, sehr schön. Macht Pause, nehmt euch euer Seil, es geht los in 3 Sekunden, in 2, in 1 und Alternate Foot Jump. Noch 15. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Mountain Climbers als nächstes. Da ist immer wichtig. Geht in die Liegestützposition und bringt schön die Füße nach vorn. Da den Rücken gerade lassen. Noch 5. 4, 3, 2, 1 und Pause. Schnell zu den Seilen. In 2 Sekunden Alternate Foot Jumps. Sehr schön. Sehr gut, Leute. Noch 10 Sekunden. Ich würde sagen, haben wir schon geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Nicht schlecht. Ich hoffe, ihr zeigt, wie es bei euch aussah. Wir machen jetzt noch den Cooldown. Der ist immer wichtig, damit die Muskeln auch nach dem Workout und den nächsten Tag wieder fit sind. In 10 Sekunden, ihr kennt das Cooldown, Finger-to-Toe-Übung. Ganz einfach zu den Füßen. Wenn ihr nicht bis runter kommt, geht leicht in die Hocke, lasst aber den Rücken gerade. Ne, versucht da auch nicht zu übertreiben, nicht euch nach unten zu quälen, lieber leicht in die Knie zu gehen. Und wenn ihr dann fitter seid, könnt ihr die Knie auch etwas mehr durchstrecken und zu den Füßen. 15 Sekunden Pause, danach die Low Squat Stretch Übung, die kennt ihr auch schon alle. In 5 Sekunden geht's los. 2, 1. Ihr geht in die Squat Übung, geht nach unten und stretcht
eure Oberschenkelinnenseiten, öffnet eure Hüfte und kommt nach oben. Verweilt in dieser Position, schön die Knie nach außen. Sehr gut. Der Butterfly-Sit, könnt euch schon mal nach unten begeben. Die Beine zusammen. Und ihr begebt euch langsam nach hinten. Tippt die Füße kurz an. Achtet darauf, dass die Füße zusammenbleiben und möglichst nah am Hintern. Noch 5 Sekunden. Ihr schafft noch 2 Übungen. Die letzte. 15 Sekunden Pause. Sehr schön. Jetzt machen wir den Split Stretch in 10 Sekunden. Ihr bleibt sitzen, macht die Beine nach außen und versucht, so weit wie möglich mit den Händen nach vorn zu kommen. Auch hier versucht wirklich, die Beine gerade zu lassen. Und ihr könnt euch Stück für Stück mit den Fingern nach vorne ziehen. Atmet nochmal tief durch. Spürt die Spannung im Rücken, in den Oberschenkelinnenseiten. Und ich würde sagen, Dankeschön, Leute. Das war das Tabata-Workout von Everjump Fit. In der schönen App werde ich jetzt gefragt, wie ich mich fühle. Ich würde sagen, es war ein great Workout. Ich hatte zwischendrin einen kleinen Hänger. Deswegen da noch ein bisschen besser werden. Zeigt mir bitte auch, wie euch das Workout gefallen hat, was ihr so für Probleme, für schöne Übungen hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!